Städte wirken anziehend. In ihnen gibt es Arbeit und Kultur, aber auch Verkehr und viele Menschen. Und viel zu wenig Pflanzen und Blumen. In verwunschenen Stadtgärten treffen sich Gleichgesinnte, um die Natur mit dem Stadtleben zu verbinden. Sie wollen gesund leben, Mutter Erde bei der Arbeit zusehen oder sich einfach nur treffen und Spaß haben. Unsere urbane Gesellschaft braucht Stadtoasen. Dass Kohl und Zwiebeln einfach so aus der Erde wachsen, dass Tomaten an Sträuchern hängen und man Salat direkt vom Beet essen kann, war den meisten Kindern aus Detroits Norden neu. Bis Mark Covington es ihnen gezeigt hat. Mark lebt an dieser Straßenkreuzung im Norden von Motown, der Stadt, die einst das Herz des modernen, autobewegten Amerikas war. Dann brach die Autoindustrie zusammen. Das Stadtgebiet von Detroit wurde zur Industriebrache. Es gab keinen einzigen Supermarkt. Alle großen Lebensmittelketten hatten die Stadt verlassen. Dein eigenes Essen anzupflanzen, hilft, deine Ausgaben zu minimieren. In bestimmten Zeiten des Jahres gibt es Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Äpfel. Auch wenn man sich nur für 4-5 Monate im Jahr gesünder ernährt, ist das einfach eine bessere Lebensart. Für Mark Covington war der Zusammenbruch der Industrie auch eine Chance. Der ehemalige Schwermaschinenführer wollte nicht mehr weitermachen wie bisher. Keiner hat mehr mit dem anderen gesprochen. Die Leute rannten zur Arbeit, kamen abends wieder. Es gab absolut kein Gemeinschaftsgefühl mehr. An seiner Straßenecke begann Mark Covington, Gemüse anzupflanzen. Einheimische Sorten, die man auch schnell verarbeiten konnte. Kohl, Brokkoli, Lauch, Salat. Nichts Extravagantes. Die Leute blieben stehen. Plötzlich war da jemand, mit dem man sich unterhalten konnte, der keinen Hehl daraus machte, Zeit zu haben für ein Schwätzchen. Und der etwas tat, an dem man teilhaben konnte. Auf einmal gab es die Georgia Street Community. Auf der anderen Straßenseite hält die Street Community ein paar Tiere. Mark füttert sie mit dem Besten, was der Biogarten zu bieten hat. Hier möchte man Ziege sein. Die einst so triste Georgia Street hat sich mittlerweile in eine Dorfstraße verwandelt, in der der Hahn kräht, die Ente schnattert und Themen über Landwirtschaft das unzufriedene Gemecker abgelöst haben. Stadtfarmer Mark sucht sich sein Wissen im Internet. Da gibt es ein Video, das müsste ich eigentlich mal ansehen. Dort zeigen sie, wie man ihr Geschlecht bestimmt. Aber habe ich noch nicht gemacht. Die Stadt schrumpft. Marks Garten wächst. In Beeten und auf Strohballen. Die feuchten Strohballen kompostieren im Innern und entwickeln Wärme, die dem Wachstum der Pflanzen zugutekommt. Dass Detroit einmal zum Experimentierfeld für Tomatengärtner werden sollte, war vor 300 Jahren undenkbar. Gegründet 1701 am Ufer des Detroit River vom französischen Kapitän Cadillac als Ville de Troyes,
Als Stadt an der Meerenge wurde die verkehrsgünstig gelegene Siedlung schnell zur Motor City. 1909 baute Henry Ford hier sein Model T, die berühmte Tin Lizzie, sein erstes Automobil, das am Fließband produziert wurde. General Motors und Chrysler kamen dazu und verwandelten Detroit in die attraktivste Großstadt der USA. Die Ölkrise Anfang der 1970er Jahre machte die Spritschleudern von Packard, Cadillac und Co. unattraktiv. Fabriken machten zu, die Leute zogen weg. Die Stadt ebnete ihre Häuser ein. Detroit verwandelte sich in eine Grünanlage. Im April 2013 gab die Regierung das Gebiet innerhalb der Stadtgrenzen zur landwirtschaftlichen Nutzung frei. Eine Revolution. Hannah und Ryan hatten in Washington Umwelttechnologie studiert. Die Nachricht aus Detroit fiel auf fruchtbaren Boden. Dann sind wir nach Polen gefahren zu einer Hochzeit von Freunden und haben uns fürchterlich betrunken. Wir dachten, wenn wir jemals vorhaben, unsere Bürojobs aufzugeben und etwas anderes zu machen, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Detroit erschien beiden als Möglichkeit, den Traum vom gesunden Landleben zu verwirklichen. Auch wenn er manche Unbequemlichkeit mit sich bringen würde. Ein Weg zurück in eine bessere Zukunft. Das ist das Härteste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Aber ich fühle mich mir so nah wie nie zuvor. Großflächige Landwirtschaft inmitten der Stadt. Weltweit einmalig. In Detroit heißt das Unkrautrupfen im Rücken der Ruine. Die Michigan Central Station war lange Zeit ein wichtiger Bahnhof in der boomenden Industrieregion an den großen Seen. Der Autoboom der 50er holte die Menschen weg von der Schiene. 1988 wurde Michigan Central geschlossen. Die Ruine ist zu einem Mahnmal für eine überhebliche Zeit geworden. Damals habe nur das schnelle Geld interessiert. Eine Politik ohne Sinn für Nachhaltigkeit. So sehen das jedenfalls Stadtfarmer wie Ryan und Hannah. Detroit wurde von der Regierung, von Firmen und von großen sozialen Einrichtungen einfach im Stich gelassen. Und die Art, wie die Bürger darauf reagiert haben, ist, sie haben die Sache selbst in die Hand genommen. Stadtfarmer müssen improvisieren können. Ryans Zuhause ist ihre Scheune. Das Wasser spendet der Nachbar. Knackfrisch vom Feld wird geputzt, gewaschen, gebunden. Das gemäßigte Klima der Stadt begünstigt die Arbeit im Freien. Stabile, warme Sommer. Die Lage zwischen den großen Seen sorgt für ausreichend feuchte Luft. Detroits Winter sind extrem kalt. Aber da arbeiten die beiden dann in den Restaurants, die sie im Sommer mit frischem Gemüse versorgt haben. Wir mussten uns neu ausrichten. Vorher waren wir Freunde, jetzt waren wir auf einmal Geschäftspartner. Also auf der einen Seite sollten wir sowohl kontroverse Businessgespräche führen, als auch am Wochenende unseren Spaß haben, ohne auf den anderen sauer zu sein. Die Autostadt Detroit wuchs in den 20er Jahren. Viele Art Deco-Hochhäuser bilden seitdem den Stadtkern. Entlang der drei großen Ausfallstraßen entstanden die Siedlungen der Arbeiter und Angestellten. Anfangs herrscht Goldgräberstimmung, dann erschüttern Rassenunruhen die Stadt. In den 40er und 60er Jahren verlässt der weiße Mittelstand Detroit.
Heute sind 83% von Detroits Bevölkerung Afroamerikaner, wie Mark Covington. So viel wie in keiner anderen Großstadt der USA. Mark Covington will das Beste aus dem leeren Viertel machen, in dem er aufgewachsen ist. Doch die verlassenen Häuser ziehen Drogenabhängige und Betrunkene an. Eigentlich wollte Mark das leere Haus zu einem Nachbarschaftszentrum herrichten, als Erweiterung zum Gemeinschaftsgarten gegenüber. Jemand ist eingebrochen und hat es in Brand gesetzt. Einfach so. Da oben hat das Feuer alles kaputt gemacht. Der hat keine Wände angesprüht oder rumgemalt, einfach nur angezündet. Dann hat er das Dach aufgebrochen. Wir hatten schlimme Rauchschäden. Ich hoffe, diesen Sommer schaffen wir es, hier sauber zu machen. Dann können wir anfangen. Hopefully this summer we'll be in here cleaning and getting everything rearranged so we can start on it. Mark ist 39 Jahre alt und Gründer der Georgia Street Community. Der Garten an der Straßenecke soll ein neuer Anfang für das Viertel sein, das einmal bessere Zeiten gesehen hat. There was a bakery here on the corner. Da hinten war eine Bäckerei, die alle Cafés hier im Viertel mit Brot und Gebäck versorgt hat. Und neben dem leeren Grundstück dort war ein kleiner Hof mit vielen Blumen. Neben der Kirche standen überall Häuser, in denen die Nonnen wohnten und die Angestellten der Schule, die gleich da hinten war. Das war der beste Block der ganzen Gegend. Das war die Straße. Wir hatten eigene Partys und einen eigenen Club. Im nächsten Haus wohnte der Blockpräsident. Wenn wir feiern wollten, wurde die ganze Straße gesperrt. Der Garten hat für Mark Covington vor allem das Ziel, die Nachbarschaft auch in schlechten Zeiten zusammenzubringen. Ich würde es sehr gerne sehen, wenn dieses Viertel wieder aufgebaut wird. Klar, wir hatten immer leere Grundstücke, aber nicht so viele wie jetzt. Also, wenn wir das Land bestellen könnten und was zu essen darauf anpflanzen könnten, mit ein paar Parks, Freiräumen dazwischen, von mir aus auch Häuser nahe bei mir und mit Familien drin, so kenne ich das doch auch noch von früher. Detroit war im 18. Jahrhundert eine britische Festung zur Verteidigung gegen Indianer und Franzosen. Außerhalb der Festungsmauer lag das Kloster der Kapuziner. 1997 begannen sie mit einem Stadtgarten. Heute wird auf über einem Hektar Gemüse für die Suppenküche des Klosters angebaut. Bruder John managt das größte Gartenprojekt der Stadt. Wir kamen eher zufällig dazu. Also ein Mitbruder sagte, er gehe los, um was zu essen zu kaufen. Die Kinder wollten wissen, zu welcher Tankstelle er denn gehen würde. Bruder Rick war erschrocken über die Frage, dass jemand denkt, das Essen komme von der Tankstelle. Er wollte etwas tun, und dann hat er angefangen, mit den Leuten zu gärtnern. Letztendlich ist das alles hier dabei herausgekommen. Earthworks heißt die Organisation, bei der man jeden Tag um Punkt 9 Uhr die wichtigsten Grundlagen des Urban Farming, der Landwirtschaft im städtischen Umfeld, lernen kann. Earthworks versteht sich als Weiterbildungseinrichtung und legt großen Wert auf geregelte Strukturen und die Vermittlung von Wissen. Wer schmutzige Hände und lästiges Bücken nicht scheut, kann gerne zum Voluntary Day kommen. Einige der ehemaligen Freiwilligen gehören längst zum unerlässlichen Inventar und bilden selbst Stadtgärtner aus. Es kann losgehen, wenn Mama Nephora in der Garage erschienen ist. Hast du dir auch die Hände gewaschen? Der Gemeinschaftsgarten soll bewirken, dass die Menschen aus ihren Häusern herauskommen und miteinander sprechen.
Sie sollen Rezepte tauschen, sich Geschichten erzählen. Vorher sind sie zur Arbeit gestapft, abends müde nach Hause gekommen und am nächsten Tag haben sie dasselbe getan. Jetzt haben sie wenigstens ein Recht, übers Wetter zu reden, denn jetzt sind sie Bauern. Nephora ist die inoffizielle Chefin. Die ehemalige Radiojournalistin teilt Arbeitsgruppen ein, integriert schüchterne Neulinge und hat bereits Lösungen, wenn andere noch nicht mal das Problem erkennen. Sie nennen mich Mama, weil ich ihnen immer wieder sage, dass sie gesund essen, sich vernünftig anziehen, genug trinken sollen, wenn sie draußen in der Hitze arbeiten. Ein wichtiger Aspekt ist es, die Jugend in die Gartenarbeit zu integrieren. In Detroit ist es cool, Urban Farmer zu werden. Im Gewächshaus gegenüber wird den City Kids gezeigt, wie schön Gartenarbeit sein kann. Ich hatte einen Bürojob und Gärtnern hat mich nicht interessiert. Meine Mutter hat einmal pro Jahr meinen Garten neu bepflanzt. Und dann rief sie jeden Tag an und erinnerte mich ans Gießen. Eines Tages wollte ein Freund wissen, ob ich mit ihm einen Gemeinschaftsgarten gründen wollte. Und ich dachte, vielleicht sollte ich anfangen, im Garten zu arbeiten. Außerdem lebe ich ja bereits in einer Gemeinschaft, also los! Gärtnern und Lernen macht Spaß. Das ist die Botschaft. Niemand muss, alle dürfen. Schau mal hier. Oh, groß. Bianca braucht nicht zu arbeiten. Ihr Mann bringt genug Geld für die Familie nach Hause. Mit Begeisterung bildet sie trotzdem bei Earthworks Leute aus. Ich genieße es, unter Menschen zu sein, zu hören, wie sie kommunizieren, ihre Lebenswege kennenzulernen, ihre Ziele. Manchmal ist es mit mir vergleichbar und ich kann Ihnen ein paar Tipps geben. Die Gärtnerei versorgt einige Restaurants, den lokalen Wochenmarkt und die Suppenküche täglich mit frischen Bio-Lebensmitteln. Die kostenlose Essensausgabe der Kapuziner ist für viele im Viertel die einzige gesunde Mahlzeit am Tag. Jedes Jahr merke ich, wie sich ihre Essgewohnheiten ändern. Mehr Gemüse, weniger Junkfood. Wenn sie nur ein neues, unbekanntes Gemüse probieren, habe ich meinen Job gut gemacht. Ohne die Hilfe der Kapuziner wäre das Gartenprogramm vor 19 Jahren nicht gestartet. Mittlerweile trägt sich Earthwork selbst. Die Mönche begleiten nur noch. Bei Earthworks geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern um das Erkennen der eigenen Fähigkeiten. Außerdem macht's Spaß. Ein Tag ohne den Arbeitskreis umtopfen ist für viele kaum noch vorstellbar. Das hier ist eine Organisation, zu der du erstmal als Freiwilliger gehen kannst. Und die zeigt dir dann, wie du ein Feld biodynamisch bestellst. Und das klappt dann auch. Und stillschweigend kriegst du Wissen wie an der Uni vermittelt, so mit Lehrplan und so. Und am Ende hast du dann einen richtig erlernten Job. Deshalb bin ich auch hier. Einigen ist Earthworks zur Ersatzfamilie geworden. Erntezyklen und die Jahreszeiten bestimmen nun ihren Kalender. Herb, der scheue Medizinmann, entdeckte irgendwann seine Fähigkeit, Heilpflanzen anzuwenden. Man kann das direkt auf die Entzündung legen, das wirkt antiseptisch, tötet die Keime ab. Es wächst wild, es ist überall, eine Zierde für den Garten.
Vieles erinnert Herb an seine Kindheit. Doch das meiste hat er sich in der Bibliotheksgarage angeeignet. Books. Bücher. Und einiges hat mir meine Tante beigebracht, als ich 21 Jahre alt war. Aber ich lerne immer noch. Es gibt noch so viel. Um Geld für die leeren Stadtkassen zu generieren, verkaufte Detroit Rettungswagen, Wasser- und Stromversorgung. Die Feuerwehr wurde weitgehend abgeschafft. Heute funktioniert die Hälfte der Straßenbeleuchtung nicht mehr. Hatte Detroit in seiner Blütezeit in den 50er Jahren fast 2 Millionen Einwohner, waren es 2013 noch 680.000. Seit 4 Jahrzehnten führt Detroit die Kriminalitätsstatistik für Gewaltverbrechen an. Wer in den verwaisten Straßen mit einem Gewehr herumschießt, wird von kaum jemandem bemerkt. Und es dauert eine Ewigkeit, bis einer der wenigen Polizeiwagen hierher findet. I lost my job in 2007, December 2007. Im Dezember 2007 habe ich meinen Job verloren. Ich bin zurück zu meiner Mutter und Großmutter gezogen. Und als im März der Schnee schmolz, ging ich mal einkaufen und sah, dass die Leute ihren Müll da an der Ecke hinschmeißen, so dass der Gulli verstopft war. Und als es wärmer wurde, habe ich ihn dann sauber gemacht. Aber ich dachte, die Müllen sicher wieder alles zu. Started cleaning, and then I started thinking, like, I clean all this garbage up, all they're gonna do is dump again. And so I decided that I'll plant some flowers. Also habe ich beschlossen, einige Blumen, Rosen und einige Gemüsesamen zu kaufen, so dass die Leute fortan ihren Dreck auf Essen werfen. Ich habe dort alles selbst gemacht. Working, you know, cleaning up. Die Leute kamen vorbei, haben gefragt, was ich tue. Ich sagte, das wäre auch gut für sie, denn dann müssten sie nicht immer um Medizin und Essen kämpfen. Der Garten an der Straßenecke versorgte fortan die Nachbarn. Die Georgia Street wurde zum Garten Eden, von dem eine große Kraft ausging. Marks Garteninitiative in einem der schlimmsten Viertel der Stadt lockte die Medien an. Ein Finanzier aus Arizona bot großzügig Unterstützung an. Mark steckte das Geld in Gemeinschaftseinrichtungen. Meine älteste Tochter, die jetzt 17 ist, hörte das von ihrer Freundin und begann mitzuhelfen. Das war prima für die Kinder, denn andernfalls hätten sie den Sommer über nur rumgehangen. Mark zeigte ihnen, wie man Gartenarbeit macht, aber auch, wie man professionell fotografiert. Er lieh ihnen Kameras und im Gemeinschaftshaus konnten die Kinder umsonst Computer benutzen, die sie zu Hause nicht hatten. Marks Anliegen war es, die Wunder der Natur zu vermitteln, die Faszination und den Kreislauf des Lebens, besonders Kindern, näher zu bringen. Tiere und Stadtfarm wurden zur Bildungseinrichtung. Das eigentliche Gemeinschaftshaus gegenüber war eine fast logische Folge daraus. Der Zugang zum Internet, die Bekanntschaft mit Büchern wie Harry Potter und 5 Freunde, sollte ihren stark beschränkten Kosmos bereichern. Sometimes they see the fruit, like the plum. They say, oh, it's so small, you know, or apple. Manchmal sehen Leute zum Beispiel eine Pflaume und rufen, oh, die ist aber klein. Oder der Apfel, wie klein. Das kommt daher, dass wir keine Chemikalien benutzen. Sie kennen nicht den Unterschied zwischen einer selbstgezogenen Tomate und einer im Geschäft gekauften Tomate, Kirsche oder Erdbeere. Und die Leute wissen nicht, dass Henne und Hahn beides Hühner sind. Und dann stehe ich ganz überrascht da. Oh, you got chickens and a rooster. You know, it's like, auf diesem Gelände wurde das Lenkrad erfunden, das heutige Automatikgetriebe, die Servolenkung und die Klimaanlage für Autos.
1955 stellte der Luxuswagenhersteller Packard seine Produktion in Detroit ein. Man hatte den Markt überschätzt. Heute ist das Fahrrad wichtiges Transportmittel in Detroit. Talentierte Mechaniker werden gesucht. Darrells Werkstatt öffnet jeden Donnerstag vor dem Gewächshaus von Earthworks. Ich bin seit 7, 8 Jahren arbeitslos. Hab am Ende auf der Tanke gearbeitet, Aushilfsjobs gemacht, den Rasen gemäht, das Dach gereinigt. Das hat gereicht. Aber im Winter war es echt kompliziert. Der Gemeinschaftsgarten der Kapuziner versucht, den sozialen Brennpunkt im armen Norden Detroits zu entlasten. Seine strikten Regeln können nur Gerüst sein. Der Wille, etwas zu verändern, muss von den Leuten selbst kommen. Darrell hat sich mit seiner Fahrradwerkstatt eine Nische geschaffen, die einzig auf seiner Hilfsbereitschaft basiert. Ich bin ein echt guter Handwerker. Bauen und reparieren und sowas. Ich war in der Nachbarschaft bald nur noch Mr. Fix-It oder der immer, wenn was ist, geht zu ihm Typ. And I seem to have a pretty good success with that, you know, with people bringing their bicycles. Fahrrad, Rasenmäher kaputt oder keine Ahnung, wie der Videorekorder zu programmieren ist. Ich konnte das immer alles. Ich habe da eine Menge Talent. VCRs and stuff like that. So I've did a lot of things to help me have the skills I have now, you know. Jede Woche trifft sich auf dem Parkplatz vor Earthworks eine eigenwillige Gemeinschaft. Sie brauchen einander, um Erfahrungen oder Ersatzteile zu tauschen. Noch vor 20 Jahren hätten die Männer vielleicht mit ihren schicken Autos geprahlt. Jetzt präsentieren sie stolz die neuesten Schnäppchen vom Gebrauchtmarkt. Hey, what's up, Joe? Hey, ich brauche ein paar Sachen hierfür. Das habe ich für $2 abgestaubt. Gut, was? Darrell verteilt sein Wissen und seine Ratschläge. Umsonst und unterhaltsam. Seit dem Ende der Auto-Ära gibt es ein neues Geräusch in Detroit. Von oben erinnert die Stadt an einen Park mit viel Rasen. Und der wächst hemmungslos. Zeit für Darrell und seine knatternden Rasenmäher. Die Pflicht der Grundstücksbesitzer, ihre Grünflächen zu pflegen, war eine wesentliche Voraussetzung, um den Niedergang und die Verwahrlosung zu bremsen. Für die, die ihre Stadt liebten und geblieben waren, war der Kampf gegen den Wildwuchs nun Ehrensache. Früher dachte ich immer, oh nein, wieder ein neuer Tag. Heute werde ich wach und denke, hey, das soll so weitergehen, ich will noch viel arbeiten. Und abends, wenn ich dann nach Hause komme, bin ich glücklich und zufrieden, was geschafft zu haben. Darrell hat sich vom Gelegenheitsarbeiter, der im Winter Schnee schmelzen musste, um Trinkwasser zu haben, zu einem Vorbild gewandelt. Der Garten hat ihm den Weg dorthin gezeigt. Im Juni 2013 wurde die Stadt offiziell für bankrott erklärt. Seitdem hat sich Detroit erholt. Von staatlicher Seite wurde investiert. Der Businessbezirk der Innenstadt sieht fast so aus wie in einer normalen amerikanischen Metropole. Jetzt entsteht auf diesem symbolträchtigen Boden eine vollkommen andere Gesellschaft. 2015 gab es über 1400 Stadtgärten in Detroit, einige nur ein paar Beete groß. Das alte amerikanische Ideal der freien Marktwirtschaft wurde in Detroit begraben. Darauf ist ein Experimentierfeld für viele entstanden. Ein Stück Land zu pflügen und es dann nicht zu bestellen. Das ist der Grund, warum wir so viel Unkraut haben. Aber wir haben manchmal nicht genug Setzlinge, um es zu bepflanzen. Und dann kriegt das Unkraut kleine Kinder und die auch wieder und so weiter. Now they're everywhere.
Für Stadtbauern wie Ryan und Hannah ist die Direktvermarktung auf dem Wochenmarkt eine wichtige Absatzquelle. Außerdem ist es wichtig, der Kundschaft zu zeigen, dass man dort ist. Einmal die Woche trifft sich die Urban Farm-Szene, um Erfahrungen auszutauschen. Als Ryan und Hannah als Neulinge dazustießen, war das ein wichtiger Termin. Ich würde nicht sagen, dass wir eine Bewegung sind. Das ist sicher zu viel. Aber wir sind sicherlich davon angezogen worden, dass man hier großartige Projekte gemeinschaftlich bewältigt. Alle fangen ganz unten an und bauen zusammen an ihrem Traum. Hamtramck ist eine Stadt in der Stadt, in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist die kleine Gemeinde eine Enklave innerhalb des Stadtgebiets von Detroit. Zum anderen ist sie geprägt von ihren bunten, meist muslimischen Einwanderern. Familien aus Bangladesch, Pakistan, aber auch aus dem Jemen und Bosnien-Herzegowina beleben die Straßen. Die multikulturelle Atmosphäre hat Musiker und Künstler angezogen. Es ist cool, in Hamtramck zu wohnen. In einer Nebenstraße hat sich die Burnside Farm gebildet. Anfangs das Projekt einer Künstlerin. Ich habe dann die Künstlerin getroffen und gefragt, ob ich Fotos vom Garten machen kann. Und dann habe ich so beobachtet und mir ist aufgefallen, wie Großmutter und Tochter Äste von der Straße gesammelt haben. Und ich dachte, ach, ist ja interessant. Und da habe ich beschlossen, mehr über deren Kultur zu erfahren und mit den Kindern hier zu arbeiten. Jeden Sonntagnachmittag findet in der Hütte der Burnside Farm das Treffen der Bangla Girls statt. Organisiert von Amy und ihrer Freundin Emily erfahren die Mädchen der Nachbarschaft etwas über die Natur und den Garten. Im Gegenzug lernen die beiden mehr über die Lebensgewohnheiten der Kinder. Ich kenne die Namen aller Leute hier in der Nachbarschaft. Da, wo ich herkomme, in Frandall, kenne ich nach 2 Jahren einen einzigen. Das ist ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Und speziell in Detroit mit diesen heruntergekommenen Vierteln, diesen Schreckensnachrichten, ist es wichtig, dass alle Menschen über Sprachbarrieren, Alters-, Geschlechts- und Rassengrenzen hinweg zusammenarbeiten. Denn wir ziehen ja alle an einem Strang. Schon das allwöchentliche Einsammeln der Kinder ist ein Erlebnis. Hinter jeder Tür erwartet die beiden eine eigentlich fremde Welt, aus der die Mädchen wie aus einem goldenen Käfig jeden Sonntag aufs Neue befreit werden müssen. In vielen Familien werden Jungs einfach bevorzugt. Überall in Amerika, nicht nur bei den Bengalis. Jungs interessieren sich für Spielzeuge und Aktivitäten und machen, was sie wollen. Sie können draußen spielen. Sie haben Platz, um ihre Interessen auszuleben. Das ist ziemlich wichtig. Und für einen jungen Menschen ist es besonders wichtig, dass er weiß, ich habe eine Stimme und die zählt auch. Erwachsene müssen ihnen dabei helfen. Für mich als Lehrerin ist das wichtig, besonders für Mädchen. Wann schmecken die Früchte des schwarzen Maulbeerbaumes? Wann sind Kirschen lecker? Und was wächst eigentlich da um mich herum? Amy und Emily lassen die Mädchen malen, drucken, fotografieren. So this way is a little bit more abstract. We don't really all set and ready for the second step. Me. One. She's ready. Viele Familien haben Gärten, in denen festgelegt ist, was gepflanzt wird. Hier reden wir darüber, was wir pflanzen wollen.
Zum Beispiel Blumen. Das wird meistens zu Hause nicht gepflanzt. Und die Mädchen lieben Blumen. Immer nehmen sie etwas mit nach Hause, auf das sie stolz sein können. Und wenn es nur das Kribbeln der Haare einer Raupe ist und die Erfahrung, dass man vor so etwas keine Angst zu haben braucht. Echte Angst dagegen geht um in der Georgia Street. Denn heute müssen den Ziegen die Nägel geschnitten werden. Mark Covington hat sich eine Bekannte zur Hilfe geholt. Denn weder er noch seine Tiere haben damit Erfahrung. Vor lauter Aufregung verschlägt es sogar Mark die Sprache. Nein, ich sag jetzt nichts. Liebevoll hat er ein Gestell für den Bock gebastelt. Natürlich mit Bauanleitung aus dem Internet. Autodidakt und Jungstadtfarmer Mark ist auf Intuition und den Zufall angewiesen. Dort, wo ich meine Schweine gekauft habe, erzählten sie mir von Pferden, die zu ihnen gekommen seien mit verrotteten, ungepflegten Hufen. Und ich dachte an meine Ziegen. Oh Gott, dachte ich, ich habe mich nie darum gekümmert. Ich lasse die auch verkommen. Also habe ich schnell meine Freundin Amy angerufen. Doch dann ist alles ganz harmlos. Auch für Freundin Amy war die Ziege Zufall. Meine Tochter konnte normale Milch nicht trinken, so vor 7 Jahren. Und sie mochte so gern Eiscreme. Also haben wir das mit Ziegenmilch gemacht. Ist das so richtig? Soll ich hier schneiden? Nur kleine Schnitte, bis die rosa Stellen durchkommen. Und die Schere flacher. Ja, so. Immer nur ein bisschen. Ich weiß, das ist nicht das Ende, aber... Schneid doch einfach mal so rum, verstehst du? Dann ist es überstanden. Der brave Bock bekommt ein Leckerli. Was frisst sie da? Wassermelone. Dann erfasst auch Amy die Faszination Bauernhof. Wie bekam ich Hühner? Also die Hühner waren eigentlich für den Komposthaufen gedacht. Aber jemand sagte, Hühner brauchen eine Ente. Und weiter geht's. Wenn du Hühner und Enten hast, brauchst du auch Truthähne. Zu dem ganzen Geflügel willst du dann eine Ziege. Tja, und dann bist du ein Urban Farmer. Ich bin ein Bauer. Mit Tieren. So wie Autobauer Mark wieder zum Bauern wird, scheint sich eine ganze Stadt wieder ihren Anfängen zuzuwenden. Das Gefühl, als Pionier den eigenen Boden zu bestellen und davon zu essen, macht glücklich. Ganz besonders am 4th of July, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Die Burnside Farm hat Nachbarn und Freunde eingeladen, um mit ihnen die Gründung der Vereinigten Staaten zu feiern. Salat statt Truthahn, aber dafür aus eigenem Anbau. Während Jamin Townsley noch die Zwiebeln zupft, gehen schon die ersten Böller los. Oh my God!
ripped it in half. Detroit als ein Ganzes ist ein wahnsinnig kraftvoller Ort. Für einige bedeutet das, den großen Profit mit Immobilien zu machen. Was aber alle mitbekommen, ist die Entwicklung voller Energie, der Aufbruch, der von Detroit ausgeht. Hier ist ein Leben formbar wie ein Klumpen Ton und nicht hart und vorbestimmt wie ein Stein. Burnside ist mehr eine Künstlerkolonie als ein Gemeinschaftsgarten. Es gibt keine eingetragenen Mitglieder, kein Schloss, keinen Zaun. Durch die Offenheit und die große innere Freiheit wirkt Burnside wie eine dynamische Großfamilie. Kannst du mit mir einkaufen gehen? Heute Nacht? Ja. Was brauchst du denn heute Nacht? Ich muss was fertig machen für deine Party heute Nacht. Aber sie haben nicht offen. Es ist der 4. Juli, ein Feiertag. Was brauchst du denn? Ich brauche Kleber. Ich bin sicher, den finden wir irgendwo. Das große Gemeinschaftsgefühl, das bei solchen Gelegenheiten spürbar ist, strahlt auf ganz Detroit aus. Es ist eine Phase der Erneuerung, eine Epoche des Neuanfangs. Manche sagen, dass Detroit als Phönix aus der Asche aufsteigen wird. Ursprünglich sind sie gekommen, um bei Ford am Fließband zu arbeiten. Damit war irgendwann Schluss. Und mit dieser urbanen Landwirtschaft erfinden sie sich selbst neu. Das war schon immer Farmland. Jetzt wiederholt sich alles. Man kann wieder investieren, die Gegend wieder aufbauen. Das ist auch Land bestellen. In Detroit wird ein Wunsch Wirklichkeit, der sich in den USA seit Jahren Bahn bricht. Über Rassen, Geschlechter und Altersgrenzen hinweg, gemeinsam an einer grünen, für den Planeten Erde verträglichen Zukunft zu arbeiten und die hemmungslose Ausbeutung der Ressourcen zu stoppen. Der amerikanische Traum schien in Detroit zu enden. Jetzt beginnt er dort wieder. Aus den Ruinen wächst eine neue Gesellschaft, die dem Gedanken von Freiheit ein modernes, ökologisches Gesicht geben will. Ganz im Sinne der freiheitsliebenden Gründerväter.